Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aldi-Video von mir. Ja, es geht wieder um Aldi-Produkte und zwar im Bereich dekorativer Kosmetik, also nicht Foodtroll oder so, sondern ich habe mal bei Aldi wieder eingekauft und zwar habe ich neue Produkte entdeckt. Ich hatte schon mal ein Aldi-Video gemacht vor, ich glaube, 2 Jahren oder 2,5 Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es jetzt schon her ist. Und ja, ich habe mir gedacht, es wird mal wieder langsam Zeit, ein Aldi-Video zu drehen, denn Aldi hat gar keine schlechten Produkte. Die sind relativ günstig im Einkauf, ist für jeden erschwinglich, sage ich jetzt auch mal so. Und sie haben trotzdem eine durchschnittlich gute Qualität. Also ich möchte sie nicht mit einem High-End-Produkt vergleichen, auf gar keinen Fall. Deswegen sage ich es auch so, aber es ist wirklich ein gutes Produkt und da kann man auch mal gucken, ob man da irgendwas findet. Ich habe euch hierzu ein Make-up-Look geschminkt im Anschluss gleich und da könnt hier mal schauen, denn es gab Produkte, die fand ich überhaupt nicht gut oder ein Produkt, was für mich ein absoluter Flop war. Und dann habe ich 2 andere Produkte gehabt, die haben mich total überrascht und total vom Hocker gehauen. Und ja, und der Rest war absolut in Ordnung. Also, ich möchte euch erstmal zeigen, welches Make-up ich benutzt habe. Und zwar habe ich mir von Aldi Nord Bio Cura zweimal das Aqua Complete Make-up gekauft. Und zwar ist das mit Kaktusfeigenextrakt, Hyaluronsäure und Provitamin B5. Ich habe den Farbton 06 Sand und Numero 09 Porzellan. So sieht die kleine Tube aus mit 30 Millilitern, wenn sie da rauskommt. Und die ist sehr ergiebig. Es ist ein Make-up, was ungefähr eine mittlere Deckkraft hat. Also eine leichte bis mittlere Deckkraft. Man kann es ein bisschen aufbauen, habe ich vorhin gesehen. Aber man sieht trotzdem noch die Sommersprossen durch und andere Dinge. Also es ist wirklich ein leichtes Make-up. Ich würde dieses Aqua Complete Make-up so als schönes Sommer-Make-up bezeichnen. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Denn das ist es wirklich. Es kommt in einer neuen Verpackung daher. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen anders ist, aber ich weiß es nicht so ganz genau mehr. Auf alle Fälle ist es trotzdem sehr schön. Ich habe das mit einem Beautyblender aufgetragen und es ließ sich gut verteilen. Ja, dann habe ich etwas benutzt vorweg. Erstmal habe ich einen Primer aufgetragen und zwar von L'Oreal, den Pore Refining Primer. Den benutze ich ja von L'Oreal echt gerne. Also das ist ein Drogerieprodukt, wo ich sagen würde, es ist nicht ganz so teuer wie High-End-Produkte oder eben teurere Marken, die Wert legen auf noch natürliche Inhaltsstoffe und vielleicht so ein absolutes Naturprodukt sind oder so. Ne? Also bei L'Oreal ist es so, es lässt sich super gut auftragen. Ich vertrage es auch echt gut. Hat mich letztens auch jemand gefragt, was man da nehmen könnte. Also ich bekomme davon keine Pickel. So, den habe ich vorweg aufgetragen, dann das Make-up und dann habe ich 2 mal Puder gekauft. Und zwar ein Kompaktpuder in den Farbton 03 und zwar ist das Nature Beige. Es kommt aber, finde ich, ein bisschen heller rüber. Es kommt für mich so ein bisschen wie die N4 bei L'Oreal aus dem Perfect Match Puder, ne, Sortiment, was ich da immer nehme, rüber. Und dann habe ich nochmal einen Sommerbronzer in 02 und den Bronzer, also diesen Sommerbronzer, habe ich als Bronzer verwendet und hiermit habe ich einfach mal mein ganzes komplettes Gesicht abgepudert. Ich schaue im Übrigen jetzt nochmal ganz kurz in den Spiegel, um zu gucken. Ich bin nämlich auch hier unten unter die Augen gegangen, um zu gucken, ob sich das doll in die Fältchen legt. Und das kann ich also verneinen. Absolut okay. Kann man, glaube ich, auch so ganz gut vor der Kamera sehen. Also das legt sich nicht so in die Fältchen, wie ich es von manch anderen Pudern kenne. Es ist im Übrigen auch wirklich sehr leicht und fein, schön weich. Und man hat auch, wenn man reingeht mit dem Pinsel, vorsichtig, man muss abklopfen. Ne? Es ist auch viel da, also es lässt sich gut entnehmen. Aber es ist ein feines Puder und nö, legt sich überhaupt nicht so in die Fältchen, kann ich jetzt gar nicht sagen. Nein. Der Bronzing Powder ist im Übrigen sehr schön, aber vorsichtig. Gibt auch gut Farbe ab. Also, ne, ich habe vorhin auch schon so gedacht, Donnerwetter. Vorsichtig. Und dann habe ich das Puder verwendet und dann habe ich noch 2 Lidschatten gehabt hier von Biocura. Die sehen immer so aus. Da sind immer 2 Farben drin. Hier habe ich einmal einen Grünton mit so einem Champagner und hier auch Champagner mit Braun. Habe dann aber festgestellt, dass sich der Champagnerton ein leichtes Gold mit verwandelt. Also da sind so Goldpartikelchen mit drin. Es ist kein Schimmer, aber es ist schon so, dass es so ein bisschen ja, also keine Glitzerpigmente. Ne? Es ist schimmernd, aber keine Glitzerpigmente. Von daher finde ich es noch sehr, sehr gut. Ne? Also es ist nicht so, dass ihr jetzt irgendwie richtig Glitzerpigmente auf den Augen habt. Aber es ist nicht matt. Ne? Es ist kein matter Lidschatten. Und der Braune entwickelt sich nach einer Weile so ein bisschen, ich finde es so ein bisschen Aubergine. Ne? Also aber sehr schön.
vorsichtig, die geben saugut Farbe ab. Ich bin da mit dem Pinsel reingegangen bei dem Braun und habe dann hinterher gedacht, um Gottes Willen, da konnte ich beide Augen mitmachen, da konnte ich hinterher noch mit ausblenden und auch mit dem anderen, mit dem Champagnerfarbenen, konnte ich hier oben unter dem Augenbrauenbogen ausblenden. Ich bin hinterher nochmal rübergegangen, also da war im Pinsel so viel drin, ich habe gedacht, Donnerwetter. Also die geben richtig gut Farbe ab, also sind sehr, sehr ergiebig. Seid sehr vorsichtig, wenn ihr so einen Lidschatten habt, geht vorsichtig rein. Also die machen schon ein bisschen Bababum, ne, auf den Augen. Und dann habe ich noch einen Rouge gefunden, also einen Blush. Und auch der, super schön von der Farbe her, ne, so ein richtig schöner Rosenholzton. Und auch so sehr pudrig, also vorsichtig, gibt auch sehr, sehr gut Farbe ab. Also man muss mit allen ein bisschen aufpassen. Da kann man nicht meckern. Ja, und dann habe ich hier die Mascara genommen, und zwar die Define and Care Mascara mit einer kleinen Spezialbürste, mit Nylonbürstchen, also sozusagen für präzise und gepflegte Wimpern vom Ansatz bis in die Spitzen. Und damit bin ich überhaupt nicht klar gekommen. Aber ihr werdet es sehen, wie das so gewesen ist beim Auftrag. Ja, kann ich jetzt mich nicht mit anfreunden. Super schön finde ich die Biocura Color Lip Balms. Das sind diese hier. Das sind keine Lippenstifte, sondern das sind Lip Balms. Und da habe ich auch mal zum Schluss dann diesen, den bärigen in dem Farbton 08. Und 04 hat dieser Nude-farbene. Und der gefällt mir sehr gut. Da habe ich auch einen Lippenstift von L'Oreal von in dem Farbton. Ich habe auch einen Lip Liner von NYX davon. Also das ist so ein typischer Farbton. Den finde ich jetzt zu diesem Bronze-Look eigentlich sehr schön. Kann man, ich finde es sehr gut. Also ich würde jetzt nicht unbedingt, also ich würde jetzt diesen hier heute wählen. Ne? Ihr wisst, ich mag gerne knallige Farben, aber den bärigen mag ich auch. Ich zeige ihn euch noch, nein, ihr könnt ihn ja gleich beim Auftrag sehen. Ich brauche ihn euch nicht mehr zeigen. Ich mag ihn auch, aber heute hatte ich mich einfach mal für den Nude-farbenen entschieden. Ja, und das waren dann die Produkte, die ich heute alle aufgetragen habe von L'Oreal. Gibt im Übrigen auch schöne Nagellacke. Die halten jetzt nicht übermäßig lange. Ja, also die kosten ja auch, glaube ich, nur 1,50 oder so oder 1,20, weiß ich jetzt gar nicht. Und ich habe zum Beispiel hier diesen lila oder ja auch so ein lilaner Farbton ist das. Und auch den Klarlack dazu kann man als Basecoat und als Topcoat benutzen. Beides würde ich mal sagen, so wenn sie gut halten sollen, ne, maximal so 3 Tage. Ne? Aber dafür sind sie auch sehr günstig und ich mache es manchmal auch gerne, wenn ich mir die Nägel viel lackiere und mal schnell wechseln möchte. Dann macht mir das auch nichts aus. Dann brauchen die bei mir auch nur 1-2 Tage halten bis zum nächsten Video und dann geht es. Es geht natürlich auch, indem ihr noch einen guten Topcoat oben drauf macht. Da habe ich zum Beispiel von L'Oreal den schwarzen genommen, den Gel Topcoat, den ich ja so liebe und den habe ich jetzt gerade nicht hier und den könnt ihr natürlich drauf machen und damit hat er bei mir auch wirklich Bombe 3 Tage gehalten, also damit kriegt das ein bisschen länger hin, ne? Aber wie gesagt, kommt auch immer noch drauf an, was macht ihr zu Hause, geht ihr in den Garten, wascht ihr viel ab oder habt ihr eine Spülmaschine, sitzt ihr im Büro, darauf kommt es halt auch immer noch an, weil absplittern tut er nicht, sondern er wirklich, der arbeitet sich von der Spitze vorne an ab, ne? Ja, das ist das Ganze, also der wird dann am Ende so hier, das vorne alles so ein bisschen abgefranst wird, ne? Aber ansonsten hält er, ne? Also nicht so, dass der irgendwie absplittert. Ja, meine Lieben, das war's von den Aldi-Produkten her erstmal. Mal schauen, ob ich demnächst nochmal wieder was testen werde. Und auf alle Fälle gibt es nochmal wieder ein Aldi-Video. Ich werde das öfter mal zwischenschieben, wenn die mal neue Produkte haben. Ihr wisst, ich habe euch auch immer Bescheid gegeben auf Facebook und Instagram. Ich habe übrigens den Facebook-Account wieder eröffnet. Das hatte andere Gründe jetzt nochmal, wo ich ihn gebraucht habe, nämlich für unser Wochenendhaus in Wietzendorf, weil uns war der Hund weggelaufen und die haben da so eine Facebook-Gruppe und die, ja, ich gedacht, okay, die hatten unseren Hund aufgegabelt und gleich reingesetzt, ne, dass aber denen zugelaufen war und da habe ich mir gedacht, okay, dann eröffne ich den Account erstmal wieder und dann gucken wir mal. So, auf alle Fälle waren das die all die Produkte, die ich euch gerne zeigen wollte. Den Nagellack, den ich heute trage, der ist von P2, passend in Blau zu meinem Kleid, ein bisschen dunkler. Und die Kette hatte ich auch schon auf Instagram vorgestellt. Die ist von Rossmann, finde ich auch sehr schön mit diesem Hammerschlag-Dekor und die ist relativ lang, also die kann man schön lang tragen. Die mag ich sehr gerne. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ach so, was ich euch auch mal sagen wollte. Im Übrigen bei dieser Daniel Wellington-Uhr hier, ne, ist es auch so. Da hatte ich ja vorher ein anderes Armband drum und zwar dieses blau-pinkfarbene. Das ist ja sind diese NATO-Armbänder und die lassen sich im Übrigen auch super, super leicht wechseln. Noch leichter wie die Lederarmbänder, ne? Also das fand ich richtig klasse, dass ich jetzt mal sagen könnte, okay, ich wollte heute mal mit blauem Nagellack, blauem Kleid, schnell mal gewechselt das Armband. Super, finde ich auch gut. Und der Ring ist im Übrigen auch von Rossmann. Ja, meine Lieben, viel Spaß beim Video. Bleibt jetzt schön dran, dann könnt ihr mir zuschauen. Und dann, ja, bis so am nächsten Video. Macht's erstmal gut. Tschüss.
So, meine Lieben, ich habe mir gedacht, ich nehme euch jetzt mal hier von Anfang an mit, ne? Ich habe nämlich gerade Instagram mit euch gemacht und bin bester Laune, weil ihr mir wieder empfohlen habt, dass Rossmann 20% auf Schmuck gibt, ne? Alle, die eben dabei waren, werden wissen, dass ich eigentlich jetzt losfahren wollte und wollte mir Schmuck kaufen, ne? Aber ich bleib hier sitzen und ich mache das Video. Also, wir starten jetzt mal. Und ich denke mal, ich nehme als erstes mal ein bisschen Primer. Von Aldi gibt es im Moment keinen Primer, also da wüsste ich jetzt jedenfalls nicht, sei denn, die kriegen mal so einen Sonderposten halt, ne? Das bekommen die ja auch ab und zu. Im Übrigen sind diese Produkte, die ich euch heute zeige, alle aus dem Standardsortiment, ne? Ja, alle aus dem Standardsortiment, die könnt ihr also nachkaufen. Ich habe auch schon den ersten Lippenbalm aufgetragen. Ich hatte hier beide schon mal geswatcht für euch. Und zwar so ein bäriger Ton und so ein Nude-Ton eben auf Instagram. Und habe mir eben auch schon mal gedacht, ich könnte ja mal was von dem Farbton auf meine Lippen geben, weil ich mag immer so meine Lippenfarbe hier vor der Kamera nicht. Im Übrigen ist das die Farbnummer 04, ne? Und das sind diese Lippenbalme. Also die sind total weich. Ich bin auch schon auf Instagram gefragt worden, die wären also hart, die Lippenstifte, ne? Also die Lippenstifte habe ich hier jetzt nicht. Das sind diese Lippenbalme, ja, Color Lippenbalme Dinger und die sind total weich. Die sind butterweich, ne? So richtig schön. Na, jedenfalls nehme ich jetzt erstmal von L'Oreal wieder den Pore Refining Primer, diesen rosanen. Den mag ich ja von L'Oreal auch echt gerne. Ist unter den Drogerieprodukten eines meiner Lieblingsprodukte. Ich drücke einmal komplett durch und dann verteile ich das hier und dann gebe ich das einfach mal auf. So, im Übrigen ist der hier, finde ich jedenfalls, aus der Drogerie echt einer mit der besten im Moment. Das habe ich also auch von anderer Seite schon mehrfach jetzt gehört, dass viele den lieben. Und ich sag mal, es hat ja nicht jeder das Geld für teure Primer. Und wenn man jetzt nicht so viel Wert auf unbedingt noch mit pflegenden und pflanzlichen Inhaltsstoffen und Naturstoffen und so legt, ne, dann kann man hier wirklich gut zugreifen. Also das kann ich euch echt nur empfehlen. Also ich finde den sehr, sehr schön. So, und jetzt mache ich wie immer natürlich mit den neuen L'Oreal Infallible 24 Stunden Concealer Pomade mit der Farbnummer 01 hier erstmal mein Muttermal. Und dann werde ich das Ganze abpudern, auch mit dem L'Oreal Perfect Match Hautausgleich in dem Puder. So, bei den beiden Foundations, die ich mir gekauft habe, habe ich von Biokura das Make-up, und zwar das Aqua Complete Make-up genommen. Es gibt das auch nochmal in so einer Anti-Aging-Variante. Hier ist es mit Kaktusfeigenextrakt, Hyaluronsäure und Provitamin B5. Ich habe den Farbton Sand 06 und natürlich Porzellan 09. Ich habe mich jetzt für Porzellan wieder entschieden, weil das eigentlich immer so die Farbe ist, mit der ich am besten klarkomme. Ausgepackt sieht das Ganze dann so aus, kommt in so einer kleinen Tube, 30 ml. Im Übrigen werde ich euch unten die Preise mit dem Link oder so mal gucken, in die Infobox setzen. Wenn nicht, könnt ihr bei Aldi einfach mal schauen, bei Aldi Nord, ne? Ist ja alles Aldi Nord hier jetzt, und dann gucken wir mal. Ich werde das jetzt mit dem Beauty Blender heute dann verteilen. Ich werde aber erstmal überall so ein bisschen was aufgeben und dann werde ich das mit dem Beauty Blender einarbeiten. Das ist übrigens der Original Beauty Blender, ne? Mit dem arbeite ich am liebsten, und ich fange hier oben immer an der Stirn an. Und ich gucke gleich mal, wie das so rüberkommt. Ich drehe auch gleich erstmal meinen Spiegel, damit ich genau sehe, inwieweit das hier meine Poren irgendwie verstärkt oder auch nicht. Und ja, mal gucken. Ich werde das Ganze jetzt nochmal unterm Auge hier ein bisschen einarbeiten. Ich habe heute keinen Concealer verwendet, weil es natürlich keinen Concealer gibt von Aldi in dem Sinne, ne? Ich werde jetzt noch ein bisschen nachtragen, das mache ich ja immer, das wisst ihr. Und werde das Ganze jetzt nochmal hier in dem Bereich meiner Rötungen an den Wangen, wo so eine leichte Koporose entsteht. Und da werde ich das jetzt mal auftragen. Und ich schau mal. Also es ist nicht so deckend, ne? Es ist ja auch dieses Aqua Complete. Ich glaube, ich hatte euch das schon mal irgendwann vorgestellt und habe gesagt, Mensch, das ist nicht ganz so deckend. Oh Gott, habe ich da oben einen Pickel? Oh Gott, hoffentlich seht ihr den nicht. Und ich habe den echt nicht gesehen heute Morgen beim Waschen. Ich bin jetzt erstmal ganz geflasht, dass ich da oben einen Pickel habe. Ja, also wie gesagt, das ist nicht besonders deckend, das sage ich gleich. Es ist sowas, was so ein bisschen
Frische und so ein bisschen, ja, es lässt auch die Sommersprossen bei mir durchscheinen. Ich könnte jetzt noch mal gucken, wie es ist, wenn ich auch da oben noch eine Schicht aufgebe, ob man das eben schichten kann oder nicht, dieses Make-up hier, diese Foundation. Und ich sehe aber schon, es bleibt ein relativ natürliches Finish, finde ich aber auch sehr schön. Ich glaube mal gehört zu haben, dass das andere etwas deckender ist. Aber ansonsten kann ich mich damit eigentlich ganz gut anfreunden, weil das ist dann wirklich was so für die Sommerfrische, ne? Ich könnte jetzt nochmal gucken, ob ich einfach was von der dunkleren Farbe nochmal drüber gebe. In diesem Bereich. Ich muss mal schauen, ich werde es jetzt einfach mal machen. Ach, der ist ein bisschen gelbstichiger. Nee, den hole ich gleich wieder runter. Ah, jetzt wissen wir gleich, was das ist. Dann muss ich hinterher nochmal mit meinem Farbton hinterhergehen. Mit Porzellan. Okay, dann wisst ihr jetzt schon mal, Sand ist ein bisschen gelbstichig. Und jetzt seht ihr auch schon eigentlich ganz gut aus diesem Effekt heraus, wie hier drunter meine etwas rötliche Haut ist. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, ich war auch ein bisschen in der Sonne heute. Und dann könnt ihr auch gleich sehen, wie so ungefähr die Deckkraft ist. Ne? Jetzt mache ich hier einfach nochmal was drauf. Müssen wir natürlich jetzt wieder einarbeiten. Und das mache ich jetzt mal. So, also Porzellan ist so die Farbe, denke ich mal. Das ist eine schöne Farbe für alle, die so ein bisschen hellhäutig sind und nicht so unbedingt diesen Gelbstich haben, ne? Also wer jetzt gelbstichig ist oder so Blondinen halt, die können das gerne nehmen. So olivfarbenen Untergrund haben, aber ihr seht auch schon, wie gut man das eigentlich relativ schnell wieder abdecken kann, ne? Also ich finde das eigentlich ganz gut. Ich gucke nochmal, bringt ja meistens, das Licht ist schon runtergedimmt. Es kommt heute auch noch viel Sonne von draußen mit rein. Deswegen ist der Raum etwas heller. Aber ich finde das schon mal echt sehr schön. Ich gucke mal, ob ich damit noch mal ein bisschen über meinen Pickel gehen kann. Ja, es nutzt nichts, ne? Der bleibt bestehen. Ja, der wird heute Abend erstmal eliminiert. So, ansonsten finde ich, passt das sehr gut. Es passt natürlich auch super gut zu dem Rest, ne? Auch zu dem Perfect Match Powder in dem Farbton N4. Also immer so diese hellen Häutchen, ne? Und ja, ich finde das echt schön. Und jetzt werden wir einfach nochmal mit ein bisschen Puder arbeiten. Ich gehe aber nicht mit dem Puder unter das Auge, ne? Das wisst ihr. Und damit machen wir gleich mal weiter. So, meine Lieben, dann habe ich hier zweimal Puder mehr gekauft. Und zwar einmal der Farbton 02 Bronze. Also das ist ein bisschen Bronzing Powder. Und dann habe ich nochmal den Farbton 03 Beige. Ne? Okay, ich habe mir gedacht, wir werden das Ganze jetzt mal so ein bisschen vielleicht mit dem helleren Ton mal abpudern. Und den dunkleren Ton Bronze werde ich als Bronzer benutzen. Und das ist ja, wie gesagt, ein sehr heller Farbton. Und werde das Ganze einfach mal ein bisschen abpudern. Ich gehe damit nicht unter das Auge, weil ich nicht möchte, dass mir das irgendwie in die Fältchen kriegt. Obwohl, wisst ihr was, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich möchte jetzt mal wissen, ob das Puder von Aldi mir hier unten ganz dolle in die Fältchen kriegt nachher. Dann nochmal ausprobieren oder ob es sich in Grenzen hält. Und dann können wir mal schauen. So. Das werden wir uns nämlich gleich nochmal anschauen, dann wie das Ganze aussieht. Ich ziehe mich hier irgendwie heute aus. So. Das heißt, das Ganze habe ich jetzt ein bisschen abgepudert. Ist ein bisschen matter. Keine Rückstände oder so. Es lässt sich echt super, super. Also ich muss mal gerade gucken. Ich gehe hier mal rein. Also zwischen den Fingern. Dann ist es ein ganz, ganz weiches Puder. Sehr weich. Ist das nicht das weicheste, wie ich es jetzt von Clorox kenne oder so? Es kostet aber auch, ja, können auch nur Null dran hängen, ne? Aber dafür ist es ein echt schönes Puder. Also da muss ich sagen, da habe ich in der Drogerie auch schon mehr bezahlt. Das hat so die Qualität, möchte ich mal sagen, also von manchen Pudern so um die 10 Euro, ne? Und so viel habe ich bei Aldi also nicht bezahlt. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau mehr. Ich werde die Preise unten mal mit in die Infobox schreiben und dann könnt ihr genau schauen, was ich da bezahlt habe. So, und jetzt greife ich zu dem Bronzing Powder. Das ist ein bisschen dunkler, das könnt ihr auch schon sehen. Das ist eine schöne Farbe, ne, als Bronzer. Und da gucke ich jetzt mal, da werde ich mal so einen Blush-Pinsel verwenden. Und damit geht das eigentlich auch ganz gut. Damit kann man auch Bronzer sehr gut auftragen. Ich nehme jetzt mal den ganz günstigen hier, auch von For Your Beauty von Rossmann. Den habe ich jetzt auch schon mindestens 3 Jahre oder 4 Jahre und die sind gerade frisch gewaschen. Aber die sind immer noch in Ordnung. Also auch da könnt ihr kaufen, wenn ihr mögt. Und jo, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen reingehen und mal hier so ein bisschen vorsichtig auftragen an der Wange.
und gucken, wie der Bronzer so ist. Na, nicht gleich zu viel. Ich habe immer Schiss, dass der sonst gleich so unheimlich bronzt. So, okay. Fällt auch gleich, also es ist ein ganz feiner Puder, es fällt immer noch was daneben. Aber lässt sich schön auftragen. Ist auch ein feines Puder, absolut. Gar kein, nicht irgendwie so ein grobes Zeug oder so. Und ich gehe jetzt einfach mal mit hier in meine Geheimratsecken rein. So, und jetzt mache ich noch ein bisschen hier unten hin. So, die Kamera ist gerade ausgegangen. Ich muss die jetzt mal wieder anmachen. So, jetzt gucke ich noch mal hinten in meinen Spiegel rein. Ich werde jetzt noch ein bisschen Concealer auftragen auf meine Augenlider. Und dann nehme ich einfach mal den von Maybelline hier, den Löscherauge. Und werde den dann hinterher auch mit, mal gucken, ob ich hier mit dem Puder abpudere nochmal, weil sonst ist ja der ganze Bronzing-Effekt hier auf dem Augenlid wieder hin. Und das geht eigentlich immer ganz gut. Ich mag das ja echt gerne. Ich habe euch das ja, glaube ich, schon ganz oft gezeigt. Ich wechsle natürlich auch immer. Es gibt auch Tage, da greife ich gerne mal zu Michaela Conrads. Das wisst ihr, zu dem Mainstream Picaboo. Aber jetzt finde ich auch den hier. Also da greife ich immer wieder zu. Den habe ich mir auch schon nachgekauft letztens, aber leider nach falscher Farbe. Jo. So, und jetzt gebe ich einfach nochmal was von dem Bronzing Powder mit aufs Augenlid. So, so geht das eigentlich ganz gut. Denn ich habe nämlich keinen Lidschatten. Doch, Moment, ich habe noch ein älteres Modell. Das habe ich schon ein paar Jahre. Wenn nicht, nehmen wir das. Ich hole das nochmal. Wartet nochmal. So, meine Lieben, ich habe es gefunden. Ich habe nämlich noch, ups, zweimal Lidschatten mit einem kleinen Pinsel drin. Und zwar einmal in so einem Braunton mit so einem Champagner. Und einmal habe ich hier Champagner und Grün. Und was ich auch noch gefunden habe, na logisch, hatte ich euch ja irgendwann in der Vergangenheit schon mal gezeigt, war dieser schöne Rosenholzton, der Blush. Und den Blush können wir natürlich echt noch gerne auftragen. Das mache ich auch jetzt. Und jetzt suche ich mir auch gleich meinen Pinsel dafür. Und dann nehme ich auch den hier von Luxie. Und das ist so ein wirklich schöner Rosenholzton. Oh, der gibt aber auch gut Farbe ab. Vorsichtig, Leute. Ordentlich abklopfen. Oh, okay. Werde ich mal gucken, dass ich hier mal ganz vorsichtig was auftrage. Nicht, dass es zu viel wird. Also der ist schon so ein bisschen bröselig. Ich gehe mal auf die andere Seite. Aber das ist ein schöner Rosenholzton. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt gut in der Kamera erkennen könnt. Auf alle Fälle gefällt der mir jetzt echt gut. Oh, wartet mal. Der gibt, glaube ich, noch so ein bisschen Schein, ne? Ich muss mal gucken gleich mal. Und jetzt gehe ich nochmal mit dem Bronzing-Pinsel drüber. Und werde das Ganze hier vorne ein bisschen mehr verblenden. So, jetzt gucke ich mal. Oh, der macht aber einen schönen. Also ich hoffe, dass ihr das sehen könnt jetzt in der Kamera. Ich habe nicht so viel jetzt davon aufgetragen. Ich hoffe auch nicht vom Bronzer. Ich sehe das gerade schon wieder hier in der Kamera. Also hier in meinem Spiegel sieht das wieder halb so schlimm aus wie für euch da draußen. Ich hoffe nicht, dass das hinterher irgendwie zu viel wird. So, jetzt habe ich mal ein bisschen heller gemacht, weil so kommt es auch ungefähr in meinem Spiegel rüber, denn alles andere, das ist eine Schattenwirkung hier mit der Kamera dann, das ist wirklich so. Ich hatte erst letztens auch bei jemandem im Video reingehört, die auch sagte, das sieht immer gar nicht so schlimm aus. Ich hatte euch ja letztens auch dieses Bild dann draußen fotografiert und gezeigt, wie ich draußen aussehe. Und da war das mit dem Bronzer schon gar nicht mehr so schlimm. Ja, also ist ein ganz feines Puder. Ihr habt so ein bisschen hier so, ne, dass das wirklich ein bisschen krümelt, aber sehr schön. Und jetzt starten wir einfach mal, ich würde mal sagen, erstmal mit dem champagnerfarbenen Ton. Wir machen jetzt erstmal das Augen-Make-up. Und dazu werde ich jetzt ein bisschen das auftragen, und zwar ganz großflächig. Von dem Champagnerton, dann nehme ich hier diesen puschligen Pinsel von Wet n Wild. Und jetzt gehe ich hier einfach rein und werde erstmal ein bisschen was davon hier auftragen. Ah, das hat so ein bisschen golden, kommt das rüber. Goldschimmer hat es. Oh, das ist ja auch eine coole Farbe. Die sieht hier so champagnerfarben aus. Und wenn man sie aufträgt, dann ist sie eigentlich mehr so ein
bisschen Champagner goldfarben. Mehr Champagner zwar, aber trotzdem so in den goldenen Farbton rein. Oh, der sieht aber schön aus. Super, da gehen wir dann gleich nochmal mit dem Braun ein bisschen mehr hinterher in die Lidfalte und verblenden das Ganze. Aber sehr schön. Und davon werde ich auch noch was an den unteren Wimpernkranz setzen. Mit dem Zoeva-Pinsel, mit dem Pencil Brush. Und gehe hier einfach nochmal drunter und werde das Ganze nochmal ein bisschen hier aufhellen im inneren Augenwinkel. Und außen können wir dann den Braunton nehmen. Passt natürlich super jetzt zu dem ganzen Bronzing. Effekt, ne? Weil wir haben ja jetzt so ein bisschen Sommer und ich finde, dann kann man auch ruhig mal ein bisschen so zu Bronzer greifen und das finde ich echt super. Und jetzt nehme ich einen anderen Pinsel von Zoeva und zwar diesen hier. Das ist der 223 Luxury Crease, also so ein Crease-Pinsel ist das. Das ist dieser hier und nehme jetzt was von dem Braunton. Da bin ich auch vorsichtig, weil der sieht sehr dunkel aus. Da muss ich mal gucken, ob der wirklich so dunkel ist oder ob der nur so rüberkommt. Und werde das Ganze jetzt so ein bisschen hier... Ei, die geben aber gut Farbe ab. Da muss man aber aufpassen. Oh, könnt ihr das sehen? Donnerwetter. Ich werde gleich mal gucken, dass wir das Ganze erstmal ordentlich verblenden. Mit dem Blenderpinsel könnt ihr das erkennen. Wie viel, ich bin da wirklich kaum reingegangen, ne? Und ich habe eigentlich gar nicht viel aufgenommen, aber ich werde das Ganze jetzt mal hier gut verblenden. Und die geben ja massig Farbe ab, also das ist ja krass, ne? Das ist ja echt krass. So, wenn ich werde das Ganze gleich da oben noch mal ein bisschen mit dem helleren Farbton ausblenden, nach oben hin. So. Okay, jetzt gucke ich nochmal. Ach, das entwickelt sich, das ist ein, sieht bräunlich aus, aber es kriegt so ein bisschen einen Touch von Pflaume auch, ne? Wenn man das hier so aufträgt. Trotzdem hat es so einen Pflaume-Touch hinterher. Da bin ich mal gespannt. Ich nehme jetzt hier nur den Rest. Werde das Ganze nochmal ein bisschen aufarbeiten. Und das Ganze wieder ein bisschen verblenden. So, jetzt gehe ich nochmal hier mit dem Pinsel, den ich hier habe von Wet n Wild. Da sind ja noch Reste dran hier von dem helleren Farbton, von diesem Champagner. Und gehe hier einfach oben unter den Augenbrauenbogen damit. Und werde das Ganze jetzt nochmal verblenden. Also da, was ihr an den Pinseln dran habt, ne, das reicht allemal. Also die geben ja mega gut Farbe ab. Und jetzt gehe ich nochmal wieder mit dem hier da rein und mache nochmal die Lidfalte. So, und gehe jetzt nochmal ein bisschen ruhig rein und mache hier nochmal im inneren Augenwinkel ein bisschen. Und ziehe das so rüber. Wow, Donnerwetter, das hätte ich nicht gedacht, dass die so viel Farbe abgeben. Ich brauche jetzt nochmal den Pencil Brush und gehe jetzt nochmal in den dunklen Farbton und werde hier nochmal im äußeren... Och, Donnerwetter, Donnerwetter. Also da müsst ihr vorsichtig sein, ne? Das sind welche, die geben richtig Farbe ab. Könnt ihr nach vorne noch wegziehen, den Rest. Wow, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht, Ladies, ich muss mal auf meine Uhr gucken, auf meine Kamera, dass die so viel Farbe abgeben, ne? Wahnsinn. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich das Ganze nochmal mit dem hellen Farbton ein bisschen im Übergang verblende. Okay. Super, dadurch kriegt der eine andere Farbe, ne? Hier wirkt da so ein bisschen Aubergine-Farben und hier wird da jetzt so ein bisschen Kupferfarben dadurch. Aber das ist der Hammer, das ist echt der Hammer. Ich finde die richtig toll. Ich habe den Pinsel sauber gemacht. So, und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze von Weitem aussieht.
Also wie gesagt, ich bin ja jetzt noch mal mit dem von Wet n Wild hier einfach oben drüber gegangen und habe das Ganze hier mit diesem Champagnerfarben dann noch mal ein bisschen verblendet. Ich hoffe, dass das nachher gut in der Kamera rüberkommt. Die haben ein bisschen Schimmer, aber die sind so ein bisschen nicht mit Glitzer, sondern die haben, wie soll ich das sagen? Das ist kein Glitzer, sondern das ist wirklich nur so ein bisschen wie so Perlmutterschimmer, ne? Also Perlmutterschimmer würde ich mal sagen, so in dem Bereich geht es rein. Ich mache jetzt mal ganz kurz meine Augenbrauen und die kämme ich heute auch nur durch mit dem Maybelline Brow Precise Fiber Filler, den ich ja immer benutze. Das ist ja dieser hier, den kennt ihr ja schon. Den werde ich euch aber auch nochmal unten mit in die Infobox immer rein verlinken. Und damit kämme ich jetzt eigentlich nur meine Augenbrauen durch. Weil im Moment sind die so lang. Moment, ich brauche mal ein Tuch. So, da habe ich jetzt ein Tuch hier von Evelyn. Die sind im Moment so lang und ganz gut in Form. Beim letzten, also ich habe sie mir vorgestern gemacht und da haben sie mal gemacht, was ich möchte, so ein bisschen. Und auf alle Fälle kann ich sie jetzt wieder ganz gut nur in die Richtung kämmen. Und da kommt auch im Moment kein nix Dings hier. Wie heißen sie? Von nix der Augenbrauen. Der Micro-Brow, der Micro-Brow-Pencil, genau, den meine ich. Den Micro-Brow-Pencil von NYX, den ich sonst immer genommen habe die ganzen Jahre. Aber seitdem ich hier ein Fan geworden bin von den Maybelline, der Brow Precise Fiber Filler, seitdem bin ich eigentlich, ja, damit so zufrieden, dass ich den von NYX gar nicht mehr kaufe. Ne? Ich habe noch einen frisch liegen, aber. So, jetzt haben wir nämlich schon mal die Augenbrauen gemacht, weil wir müssen ja irgendwie so ein bisschen Rahmen da ganz drum rum bekommen. Und wir werden jetzt einfach mal die Wimpern tuschen gleich. Ne? Also ich nehme jetzt hier von Biokura. Es gibt mehrere bei Aldi. Ne? Es gibt bei Aldi verschiedene Mascaras. Und ich habe mich hier entschieden für die Define and Care Mascara mit so einer Spezialbürste. Das ist eine sehr feine Bürste, eine schmale Bürste. Die geht so ein bisschen spitz vorne zu, aber nicht so ganz viel. Es ist für einen präzisen Auftrag. Es ist auch was für jemand, der sagt, ich mag nicht diese dicken Bürsten. Damit touche ich immer an, weil ich habe auch schon ein Schlupflid oder irgendwas. Hier, ich zeige euch das gleich mal. Da habt ihr die feinste Bürste. So, ich komme mal damit dran. Da könnt ihr das schon erkennen, wie dünn die ist. Also das ist wirklich ein ganz schmales Bürstchen. Und damit, also ich habe die auch noch nicht ausprobiert. Damit werde ich jetzt mal anfangen. Ach Gottchen, die ist ja leicht und ja, man hat das Gefühl, man hat gar nichts in der Hand. Ne? Auf alle Fälle gibt sie Farbe ab. Aber die ist natürlich sehr schmal. Okay. Jetzt gucken wir mal. Also das soll wie gesagt etwas sein für nicht so viel. Obwohl ich finde es schon sehr viel, was die abgibt. Und da muss ich jetzt mal gucken. Die ist so ein bisschen die Matsch, die Wimpern. Ach, das mag ich nicht so gerne. Die matscht so ein bisschen die Wimpern. Und ich habe ein bisschen durchgetuscht. Ne? Könnt ihr wahrscheinlich auch gleich sehen. Und das ist immer, wenn so viel dran ist und wenn die so ein bisschen matschen. Oh. Das mag ich jetzt nicht. Also das ist jetzt schon mal nicht meine. Oh, das ist nicht meine Mascara. Aber ist jetzt egal. Wir machen jetzt weiter. Damit könnt ihr auch sehen, kommt ihr damit klar oder nicht? Nee, das ist nicht meine Mascara. Also das ist nichts. Oh. Nee, Ladies. Das ist gar nichts. Also die mag ich jetzt wirklich null. Ich werde jetzt mal ganz schnell versuchen, wenigstens mit der von Art Deco rüber zu gehen. Mit dem Gummibürstchen, mit den Gumminoppen. Das ist diese Volume-Dings-Mascara und gucke mal, ob ich damit überhaupt irgendwas retten kann, weil ich ziehe mir nämlich jetzt hier gerade irgendwas aus den Wimpern. Also ich war bisher echt zufrieden mit allem, aber mit der Mascara nicht. Aber es gibt noch andere Mascaras, von daher gebe ich da jetzt noch nicht auf. Wir werden auch noch mal die anderen durchtesten. Vielleicht gibt es hier auch noch eine mit einem Silikonbürstchen. Gab es, glaube ich, auch. Ich hatte mich dann halt nur für diese entschieden, weil ich dachte, naja, ne, Define and Care. Aber da, das war wohl irgendwie nichts, ne, finde ich jedenfalls. So, jetzt mache ich nochmal schnell den unteren Wimpernkranz, weil da muss ich jetzt von weg, da komme ich nicht mit klar. Und dann habe ich hinterher was auf den Wimpern und das sieht dann alles so blöd aus. Das mag ich nicht. So, okay. Aber dafür soll es ja auch sein.
Es gibt ja bestimmt auch ganz viele, die jetzt vor der Kamera sitzen, vor dem Video sitzen und sagen, Mensch, Astrid, ich habe die auch, ich komme da ganz gut mit klar. Das kommt auch immer auf die Wimpern drauf an, ne? Was man halt für Wimpern hat. Und ich komme damit halt nicht so gut klar. Aber jetzt können wir schon mal gucken, wie das Ganze aussieht. Oh wow. Also im Prinzip finde ich, also den Lidschatten finde ich schon mal klasse, ne? Den finde ich echt schön. Und man kann natürlich das Ganze auch hinterher nochmal so ein bisschen hier präziser machen. Das heißt, ich nehme hier nochmal so ein bisschen was weg mit dem Beauty Blender, mit dem Resten von der Foundation. Und kann nochmal gucken, wie das aussieht, wenn man das, ja, es geht. Man könnte jetzt auch nochmal mit dem Concealer dabei gehen und sagen, ich mache jetzt das Ganze nochmal mit dem Concealer. Ich kann auch nochmal hier ein bisschen mit dem Bronzing Puder wieder drüber gehen. So. Genau, so sieht das so eigentlich schon ganz gut aus. Also das sieht hier jetzt wirklich vor meinem Spiegel gut aus und ich finde das richtig schön. Das ist jetzt auch hoffentlich der mit dem Bronzing Puder gewesen. Nein, war er. Und ja, also der Rest ist gut. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie lange die natürlich hält. Das kann ich euch noch nicht sagen. Ja, mal gucken. Ich habe jetzt auf alle Fälle schon mal die Nummer 4 hier aufgetragen, ne? Von diesem, das ist der Nude-farbene, und zwar dieser hier, ne? Genau. Dieser hier. Das ist der Nude-farbene, den finde ich schon mal echt toll. Der ist weich wie Butter. Leicht aufzutragen. Da müsst ihr auch nicht so aufpassen, wo ihr hingeht. Das ist sowas Buttriges, ne? Also ihr könnt da drüber gehen und könnt auch so machen, wie mit so einem Pflegestift, mit so einem Labello oder so. Das geht. Also ich finde die Farbe schon auch zu dem ganzen Bronzing-Make-up schon sehr schön. Ich mag sie. Ich werde jetzt einfach mal den drauf lassen und gehe nochmal mit dem Bärigen hinterher. Ich hoffe, das klappt, ne? Ist ja so ein bisschen wie Nude. Und jetzt gucke ich mal. So, ich meine, das ist jetzt natürlich gemischt, ne? Ich habe jetzt hier praktisch die Nude-Farbe unten drunter. Gefällt mir aber auch sehr gut mit dem Mischen. Ich muss das gerade mal hier sauber machen. Und man könnte den jetzt natürlich noch, der wird wahrscheinlich noch farbintensiver sein, wenn ihr ihn solo auftragt und wirklich vielleicht mit dem Concealer unten drunter ein bisschen antrocknen lasst und dann halt diesen bärigen Ton drauf gebt. Denn der ist ja im Prinzip, so hatte ich ihn ja hier aufgetragen und so kommt er ja auch ungefähr rüber, ne? Also der ist ja schon so ein bisschen intensiver, wie ich ihn jetzt hier aufgetragen habe. Moment, ich gehe nochmal rüber. Ja, jetzt kommt da schon ein bisschen mehr, ne? Ist natürlich auch eine schöne Farbe. Ihr wisst, ich mag die. Aber das sind halt so leichte Farben. Also das sind so buttrige Butter Lip Balms. Und ich sage immer Butter Lip Balms dazu, weil die immer sind wie Butter, ne? Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich gucke gerade, wie viel ist da überhaupt drin, wenn man die auskurbelt. Moment. Oh, Donnerwetter. Okay. Okay, da ist Ende, ne? Also das ist schon eine ganz schöne Länge, ist wie bei einem Lippenstift auch. Und wie gesagt, also das ist nicht gerade wenig, ne? Und wie gesagt, ich schreibe euch die Preise unten rein. Schauen wir mal, was sie gekostet haben. Also die waren nicht teuer, ne? Also wie gesagt, wenn ihr bei Aldi irgendwas kauft, die Sachen, die sind meistens nicht so teuer, ne? Ansonsten, wie gesagt, bis auf die Mascara, die hat mich jetzt echt nicht begeistert. Also die hat nur gematscht, ne? Und das fand ich jetzt nicht so toll. Alles andere finde ich eigentlich sehr schön. Und ja, ich finde es gut. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Also die Foundation könnt ihr auch ausprobieren. Puder finde ich auch extrem klasse. Das etwas hellere 03 ist sehr schön. Und auch das Bronzing Powder hier in dem Farbton. Moment, 03, das ist 02, genau. Das Bronzing Puder ist ein bisschen in 02. Also ich finde es sehr schön und vielleicht hat es euch jetzt Spaß gemacht oder vielleicht habe ich euch jetzt mal die Entscheidung für einen Aldi-Make-up oder für Aldi-Produkte ein bisschen leichter gemacht. Also ich finde, die kann man auf alle Fälle kaufen. Das ist nicht so, dass es da irgendwie schlechte Produkte gibt oder so. Wie gesagt, man muss auch bei der Mascara halt gucken, wenn es die nicht war. Die haben, ich glaube, vier verschiedene oder so. Ich hatte auch schon mal eine ausprobiert, die war gut. Das war so eine Volumen-Mascara vor 2, 3 Jahren. Ne? Muss ich mal gucken, die werden sie sicherlich auch noch haben.
Und es war halt nur diese hier jetzt nicht meine, ne? Ja, vielen Dank, meine Lieben, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Und bis dahin, ja, bleibt mir gesund, liebe Grüße von mir und macht's gut. Tschüss.